Meine Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wimperstone, Reign of Blood, als Asuka. Ja, das ist der fucking Ronak. Fuck, 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 die Gruft. Also ich kenne noch das Tagebuch, das war da vorne, das Feuer fegt über mein Leben, DFF. ML war der Code, den wir brauchen für die verschissene Gruft. Und wenn wir gar nicht ganz links gegangen wären, dann wären wir auch zu einem Zimmer gekommen, das später nochmal wichtig wäre. Wundverband, geil. Turm, scheiß ich drauf. Oh, ich muss mal gucken, kann man irgendwie. Ja, ich glaube, mit dem Rennen, da hätte ich das Intro nicht überspringen dürfen. Ja, shame on me. Ein Talisman kann man auch gut gebrauchen. 2x2 zum Verkaufen. Ekel. Komischer Dreckszombie mit einer Albert-Einstein-Frise. Oder so ein bisschen, als hätte man eine Steckdose gepackt. Knusperknister Feuer. Ja, okay, ich muss doch wahrscheinlich nochmal eins runter. Kann man mal machen, kann man mal lassen. Kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Da ist noch ein Knusperskelett. Knisper, knisper, knusper. Hier stehen einige alte Bücher, die Leute mit bla bla. Wieso? Leider. War eh alles unwichtig. Ja, gut, manchmal hast du da auch ein bisschen Scheiß. Alles Humbug. Ne, Lebensgeister sollte man vielleicht nicht mehr so irgendwie wegstreichen, die. Habe ich jetzt das Wasser mitgenommen? Ja, ich habe mir jetzt bestimmt noch Wasser geholt. Yes, Bitch, wir sind draußen. I like. Hier ist noch ein Friedhof. Können wir noch mal eben drüber kommen. Ist, der süße Duft des Todes. Ja, sagt er noch, aber auf der einen Seite, der ist gebrochen, der Mann. Hier liegt, keine Ahnung, sein Schloss ist nur mein. Irgendwo von Lanes oder Adelines, hier liegt Jiran Honris. Sein Leben war kurz und schmerzvoll. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Supporter. Hier liegt Randolph Seran. Möge seine Stärke der Erde weiterhin Gutes bringen, Vater. Ich werde dich rächen. Hier liegt Marlene Seran. Möge ihre Schönheit auch weiterhin die Erde ergötzen, Mutter. Ich werde dich nie vergessen, ja. Hier liegt Daniel Ilf. Sein Name war ein Rätsel, doch seine Seele war rein. Und ich glaube, ein Freund von ihm liegt hier auch irgendwo. Hier liegt Avalon Feval. Möge seine Seele dir zur Ruhe finden. Hier liegt Geralt Trona, geboren für den Krieg, gestorben für den Frieden. Hier liegt Garnak Edis, sein Leben war das Kämpfen, seine Ehre ist der Tod. Ach, Garnak, ich wünsche, du wirst diesem verdammten Priester entkommen. Ja. Ja, gut, ich sag mal so, das ist jetzt 400 Jahre her, die werden alle schon weggeschimmelt sein, da liegt nichts mehr. Vielleicht dann bis auf den Adelaine, so, Schlossbewohnern. Aber guck mal, ne, wie nett der ist, der hat dem Besitzer noch Grab gemacht. Kann man von halten, was man will, ne? Muss man nicht so nachvollziehen. Okay, ich meine, vorne war die Gruft und Speisekammer, ne? Also als Speisekammer der Gruft, ja. Nein, die Maus mache ich nicht kaputt. So. Und gut, hier ist der Eingang zu meiner Gruft und der Passwortmechanismus funktioniert auch noch sehr gut. D, F, F. ML. Wunderbar. Das Feuer fegt mein Leben. Und jetzt ruhe ich mich etwas für das Massaker morgen aus. Habe ich hier noch irgendwie was gelagert? Nein, haben wir nicht. Endlich wieder hier. Jetzt schlafe ich erst einmal. Abmarsch. Sehr schön. Sleeping Princess. Oh ja. Mal schön speichern. Ich habe Hunger. Ja, da hast du dein Fangzähnchen auch noch. Ja, verpisst euch. Muss ich jetzt irgendwie. Warte mal, kann ich eigentlich. Ich kann doch eigentlich nochmal hier oben auf den Turm gehen und mir zumindest hier eine Kiste holen. Ich überlege gerade, ich glaube, Sympathiepunkte konnte man hier nicht sammeln mit den einzelnen Charakteren so untereinander. Ach, welch wunderbarer Tag. Es ist Zeit, diesen widerlichen Menschen zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und Elaine kommt zu mir ins Schloss. Ich muss nur dafür sorgen, dass es keine Überlebenden gibt. Einen erneuten Kreuzzug heraufzubeschwören wäre nicht sehr klug. Dies ist ja bisher der einzige Grund gewesen, warum ich Elaine noch nicht befreit habe. Diese Angst vor einem erneuten Kreuzzug. Doch heute Nacht habe ich erkannt, dass ein Vampir keine Angst haben muss. Schon gar nicht vor so etwas Läppischen. Und jetzt wird es Zeit, mein Festmahl zu beginnen. Ja, beziehungsweise Breitschwert. Ausstatten, ausstatten, ausstatten. Alles, was geht. Baller ich mal gleich in den Bräu rein.
Speicherstein, sehr wichtig. So, wir machen mal eben hier die Ausrüstung. Ach so, ja, kannst du ja gar nicht. Schutz vor dem Fluch. Und Fähigkeiten hat der Mann ja hier. Ach, haben wir ja gar nicht mit der Fledermausflug. Das muss ich wieder skippen. Beziehungsweise das ist wieder ein geskriptetes Event. Normalerweise hast du aber Zuflucht, um zurück zu teleportieren. Und einmal halt diese Fledermausverwandlung. Naja, kannst nicht ändern, ne? Ist halt so, wie es ist. Dann müssen wir einen langen Weg gehen. Aber Option habe ich hier nicht, ne? Naja. Ich glaube, das separate Menü kam erst im zweiten Teil. Ich mein, ist ja aber auch, ey, ich finde, muss man überlegen, ne? Ist ja hier auch ein übelster Koloss, den da der Malix ins Leben gerufen hat. Für die damalige Verhältnisse vor allen Dingen. Und das Ganze frei, kostenfrei. Also, wirklich mega. Wenn ich da einfach so überlege, also ich mache ja eh nicht im Sinne von kostenfrei. Steckt sehr viel hinter, auch wenn es halt eben keine Top-Grafik hat, wenn es nicht mit Maya oder Blender gemacht wurde oder Unity oder was weiß ich. Standard macht dich auf was gefasst. So ein scheiß Spiel ist echt viel Arbeit. Und ich finde, macht kaum Unterschied, ob du ein Pixel-Spiel hast oder halt wirklich hier 3D-Shit. Vor allem, je nachdem, was für eine Engine du hast, kommst du irgendwann an deine Grenzen. Besonders, wenn du halt so noob bist wie ich. Komisch, was geht hier vor? Es riecht nach Feuer und Blut. Viel Blut. Ist ja genau dein Ding, wa? Eine Hinrichtung. Ja, dann guck mal, wer da liegt. Schnell, den letzten müssen wir auch vernichten. Sie sind alle mit einer Seuche infiziert. Sie sind nicht nur geistig verwirrt, sondern haben auch noch eine hochansteckende Krankheit. Schnell! Tötet noch den letzten der Irren und werft ihn in das Feuer. Nur so können wir eine Ausbreitung der Krankheit verhindern. Töten, töten, töten! So, Bursche, jetzt bist du dran. Nein, bitte Gnade, ich bin nicht krank. Nur anders als ihr, aber nicht krank. Bitte Mitleid. Ich bin Mage Master. Töte mich nicht, ich bin friedlich. Er nennt sich selber Mage Master. Habt ihr gehört? Mage Master. Er ist krank und muss vernichtet werden. Sonst steckt er uns alle noch an. Digga, ist da irgendeiner von den anderen abgedreht? Oder warum kam jetzt gerade dieser Turn, weißt du, dieser Drehpunkt? Komm her, Bursche. Nein, bitte. Töten, töten, töten. Vor allem das Ding ist, guck mal, das ist eine Guillotine und der Typ hat einfach eine fucking Axt in der Hand. Nun denn, Mage Master, möge deine Seele Frieden finden. Nein! Oh, das war's. Amüsant, wie sich die Menschen selber vernichten. Gut, Leute, wir werden seine Leiche auch verbrennen. Er war der Letzte aus dem Irrenhaus. Irrenhaus? Oh nein! Bürgermeister, ihr habt die Irren verbrannt! Ja, sie haben eine ansteckende Krankheit und ich habe verhindert, dass die Krankheit sich ausbreitet. Sie haben... Was? Eine ansteckende Krankheit? Es tut mir leid für eure Freundin, doch sie war auch krank. Ihr habt Elaine getötet! Ja, und jetzt geht's erstmal ab. Oh Gott, er hat funktioniert! Ja, Digga, der hat hier vorher gedroht. Der hätte einfach die Alte freilassen können. Naja, jetzt geht's richtig los. Für Elaine! Nice. Rache! Niemand kommt hier lebend! Ich sollte mich in einen Wolf verwandeln. So kann ich mehr Schmerzen verteilen. Hint, 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 hint. So sind wir auch schneller. Wolfswesen. Sinn des Wolfes gibt mir deine Macht. Alles klar. Snackity. Snack. Hier ballern wir jetzt erstmal die ganzen Pisser weg. Stell dir mal vor, da könnten wirklich welche abhauen. Das wäre übel. Ich meine, gut, wir haben halt eben so einen Side-Counter von einer Minute. Ist mehr wie machbar. Gegen den Henker müssen wir kämpfen. Kein Problem. Aber hier ist Snickety Snackety. Statt es nicht schreien. Das hätte dem Ganzen noch so die Krone aufgesetzt, ne? Muss mal gerade gucken, ist hier noch irgendwer von diesen Lobobs, die hier rumlaufen? Ich glaube nicht. Der Wolf sieht aus wie ein fucking Dobermann-Pinscher. Gedöns. Ziemlich cute. Halt, da ist ja noch so ein Lobob. Halt, bleib mal stehen. Ich beiße feste. Ein Eiarmchen. Und ein Köpfchen. Ich habe keine Angst vor... Oh, der Timer geht ja weiter. Henker erscheint. Überrascht den Gegner. 9 HP. Ach, einfach physisch angreifen.
Ich glaube, Asghar macht Eiszauber und noch irgendwas kann der. Später. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ja, häng halt mal in Fresse, Alter. Jetzt verreckt doch einfach. Kritischer Treffer. Gib ihm einfach Dinosaurus. Oh. Jetzt weicht der Hurensohn auch noch aus. Mehr wie angriffen kann ich auch nicht, weil. Aber ich war zum Heilen, ich weiß es gerade gar nicht. Sag mal. Scheiße, viel habe ich jetzt nicht mehr. Ja, wollte gerade sagen, Alter. Ja, 15 Erfahrung, schwache Seele, kann man mit leben. Haha, ich spüre meine Macht. Ach, das war nur der Counter für die scheiß Wolfsgestalt. Ich bin sowas von behindert. Ich war gerade. Ist halt ewig her, dass ich gespielt habe. Also irgendeiner von den kleinen Puscheln läuft hier wahrscheinlich noch rum. Ja. Ah, hab ich irgendwie übersehen oder kann ich jetzt direkt Elaine einfach, naja, retten? In Anführungsstrichen. Okay, jetzt schon mal mitnehmen. Ja, dann. Verwandlung beenden. Das Gefäß ist voller. Ja, das sollst du auch nehmen, Alter. Also wenn jetzt hier noch einer von diesen kleinen Viechern rumläuft, ne? Ich muss erst alle Leute. Oh, es darf gerade so ein Leben wieder gut. Dann hauen wir halt eben noch mehr Blut raus. Drauf geschissen. Da läuft der Dicke! Der Künstler! Hat sich bestimmt einfach mal so ein Tarnmuster gepinselt. Es waren aber noch nicht alle, weil ich glaube, sonst hätte ich schon extra gesagt, ey, jetzt kann ich mich um meine Schicksal kümmern oder über die Überreste meiner Schicksal. Das ist mir jetzt egal. Guck mal her, wo tauchen die einfach auf? Wo waren die hier bald? Alle? Haben sie sich im Keller versteckt oder was? Was ist das jetzt? So, ich habe alle erwischt. Elaine, ich muss im Feuer nachschauen, ja. Ja, komm mal auf, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Befahrung beenden. Da unten liegt ihre Leiche. Verdammtes Feuer, ich würde nicht rausholen, bla bla bla. Ja, easy. Das Problem ist, Vampire, Feuer tut dir nicht gut. Wasser auch nicht. Hat er Glück, dass er hier so ein Kupfwasser hat? Wobei, ich würde Asghar so einschätzen, wenn er ein leerer Kup wäre, er würde halt eben mit den Händen ins bloße Wasser packen und dann einfach die Säure wirklich einfach überstehen, einfach so im Sinne von. Digga, hallo? Für sie wird das machen. Und dann trägt erstmal ihre Überreste. Das Ding ist nämlich, die gute wurde auch geköpft. Das heißt, einmal Unterkopf, einmal Hand und einen anderen Kopf. Oh, Elaine, was hat man dir noch angetan? Der ist ja doch geköpft. Oh, Elaine, ich werde dich an diesem schönen Ort begraben. Ich werde einen Platz finden, der deiner Schönheit würdig ist. Warum eigentlich nicht in den Schloss? Warum nicht bei sich? Also, vor allem, was heißt begraben? Irgendwie schon so nicht zu Ruhebetten in dem Sinne, sondern eher mehr im Sinne von Körperfrischhalten verwahren. Weißt du, wie ich das meine? So die Kühltruhe. Naja. Hat er Glück, dass er diesen Ort hier gefunden hat. Was für ein wunderschöner Ort. Hier wird deine Seele hoffentlich den verdienten Frieden finden. Elaine. Sucks to be you? Scheiße. Wie traurig. Ja, Asghar hatte das Einzige verloren, was ihm in seinem untoten Dasein noch Freude gebracht hatte. Er vergrub sie in diesem schönen, stillen Ort, auf das ihre Seele den verdienten Frieden finden würde. Opa, ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Ein Vampir verliert das Einzige, wofür er noch Gefühle besaß. Da könnte man ja beinahe Mitleid bekommen. Aber auch nur beinahe. Asghar hat viele, sehr, sehr viele Menschen umgebracht. Mit so einem Wesen darf man kein Mitleid haben. Ich finde, man darf mit jedem Mitleid haben. Und man darf es auch nicht tun. Wie geht die Geschichte weiter, Opa?
Nun ja, der betrübte Asker verbrachte viele Wochen mit Trauern. In ihm wuchs der Zorn gegenüber allen Menschen und sein Wesen wurde durch die Wut übernommen, bis er eines Tages den Verlust von Elaine nicht mehr tragen konnte. Er fing an, in seiner geheimen Bibliothek im Schloss nach einem Zauber zu suchen, der Elaine wiederbeleben könnte. Warum hat er das nicht von vornherein gemacht? Und nach langer Suche fand er einen Zauber, der Elaine von den Toten auferstehen lassen konnte. Doch der Zauber verlangte ein großes Opfer. Es war ein dunkler, alter und sehr mächtiger Vampirzauber, den ein Vampir der ersten Generation vor langer Zeit entwickelt hatte. Doch das Opfer für diesen Zauber war wahrhaftig gigantisch. Opa! Nun sag schon, was für ein Opfer! Asgard brauchte... Opa! Schon gut, du frecher Fratz. Asgard braucht das Blut eines Menschen. Doch nicht irgendeines Menschen, nein, sondern das Blut eines Menschen, der unsterblich in einen Vampir verliebt. Und auch mit einem Vampir. Nun, was mit einem Vampir? Nun, das Blut eines Menschen, der auch mit einem Vampir geschlafen hatte. Opa, ich bin jetzt 15 Jahre. Das ist ein richtiger Alter. Ja, ja. Was kenne ich dafür, dass dieser Zauber ein solches Opfer fordert? Naja, es ist wirklich ein Opfer. Also, so rein hypothetisch, pathetisch, man könnte was sagen. Ich nehme mir eine Schickse, durchgenudelt, Blut genommen. Zack. Schon gut, erzähl weiter. Nun ja, Asgard war natürlich wütend. Wie sollte er auch einen solchen Menschen finden? Wo doch so gut wie alle Vampire ausgerottet waren. Weil na? Nun nimm doch nicht alles schon vorweg. Jedenfalls suchte Asgard viele Wochen lang, bis er eines Tages auf die Spur von Valnar stieß. Er wusste, dass Valnar der Richtige für den Zauber war, den er geplant hatte. Er beobachtete ihn einige Tage und achtete immer dabei darauf, dass er nicht von ihm entdeckt werden würde. Und Morlana ist also Aisha. Genau, doch Valnar hatte nie geahnt, dass sie ein Vampir ist. Er hat es nie gemerkt. Was ist mit den Fangzähnen oder der kalten Haut von Vampiren? Ich hatte doch von den verschiedenen Generationen von Vampiren erzählt. Und Vampire der ersten beiden Generationen sind Meister der Tarnung. Und sie können Menschen einbilden lassen, dass sie sich warm anfühlen. Das funktioniert mittels Gedankenmanipulation. Und generell sind alle Vampire sowieso in der Lage, ihre Fangzähne zu verstecken. Sonst wäre wohl alle Vampire schnell entdeckt. Meinst du nicht auch? Nosferatu. Das ist wohl wahr. Und was geschah nun mit Morlana? Nun ja, sie wurde, wie ich dir bereits erzählt habe, von jemandem getötet, nämlich von Abraxas. Gehört der Abraxas etwa zu Asgard? Nein, aber so. Babbeln. Funktioniert halt nicht mehr. Nein, Abraxas und Asgard haben sich noch nie gesehen und wussten noch nicht voneinander. Gelogen. Also hat Abraxas Morlana getötet, bevor Asgard sich Valnar und sie schnappen konnte. Ja, und ich erzähle dir später, was es mit Abraxas auf sich hat. Geil. Sprudelwasser, das still ist. Mm. Jedenfalls erwachte Valnar nach seinem Zusammenbruch bei Dr. Jahn auf. Boah, ist das eklig. Also ich liebe wieder Cola. Ich muss nur mal zwischendurch gucken, ob mein Essen da ist. Nein, alles gut. Speichern. Valnar, endlich warst du auf. Aisha! Beruhige dich, alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Aisha ist tot. Ich muss sofort los und ihren Mörder suchen. Ganz ruhig, Valnar. Wir haben dich vor dem großen Berg gefunden. Du warst bewusstlos. Wahrscheinlich bist du hinuntergestürzt. Du solltest froh sein, dass du noch am Leben bist. Aber das Blut, überall Blut. Tut mir leid, Valnar, wir haben kein Blut gesehen. Der Regen muss das Blut weggespült haben. Ruhig, Valnar, ruhig. Du brauchst etwas Ruhe. Habt ihr Aishas Leiche gefunden? Nein, nur dich. Du lagst bewusstlos am Rande des Berges. Aisha wurde ermordet. Das war sicher nur ein Trauma, verursacht durch den Sturz. Ich gebe dir noch ein Schmerzmittel. Ich brauche kein Schmerzmittel. Ich will zu Aisha. Wenn ich es recht bedenke, wundert es mich schon etwas, dass sie bisher noch nicht hier war. Sie ist tot, verdammt nochmal. Verstehst du das denn nicht? Valnar, wenn das stimmt, was du behauptest, dann solltest du vielleicht besser sofort auf die Suche nach ihr gehen. Ja, natürlich. Anstatt dass man eine Bullerei oder so Bescheid sagt, ich gehe mal auf zur Suche nach der Aisha. Eventuell doch einer der... Darunter direkt durch. Der Stadtbewohner etwas Ungewöhnliches bemerkt. Ich muss sofort los und ihre Leiche und ihren Mörder suchen. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Aber ich muss schnell los. Geh schnell, da pass auf dich auf. Ja, gehabe dich wohl, vor allem deine geilen Schubladen. Wieso gehst du nicht an fremde Schränke? Dann können wir ja später machen. Verdammt, wie konnte das alles nur passieren? Und dann noch dieses dumme Unwetter. Und meine elenden Kopfschmerzen, womit habe ich das nur verdient? Beefsteak, Junge. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Und warum ist niemand auf der Straße? Ich sollte mal die... Also im Prinzip, wir müssen jetzt jeden antickern und ich spoilere vorweg. Hallo, Asgard. Niemand hat etwas gesehen. Niemand.
Deswegen, das kann ich hier ein bisschen skippen. Ja. Egal. Also ich glaube, das wäre jetzt so eine Sache, die ich offscreen machen würde, weil ist echt nicht spannend. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche dir noch viel Spaß und wait.